Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger im Rhein-Erft-Kreis. Wir alle hatten die Hoffnung, dass das Jahr 2021 ruhiger und besser verläuft als das Corona-Jahr 2020. Leider ist diese Hoffnung nicht befriedigt worden, denn das Jahr 2021 war wohl das herausforderndste Jahr der letzten Jahrzehnte für uns Bürgerinnen und Bürger hier im Rhein-Erft-Kreis. Die Bilder der Flutkatastrophe haben uns alle in den Bann gezogen. Es war ein Aufruf der Solidarität für die Menschen, deren Schicksal im Wasser vergangen ist. Die Hilfsorganisationen, Feuerwehr, Polizei, aber auch alle Bürgerinnen und Bürger haben mit angepackt und es war ein starkes Zeichen in der Region für Hilfe und Solidarität. Aber auch die Corona-Pandemie hat uns fest im Griff. Vom ersten Tag des Jahres bis zum letzten, wir hatten alle die Hoffnung, dass es ruhiger wird. Wir können nur der Pandemie Herr werden, wenn wir impfen, impfen, impfen. Aus dem Grund würde ich Sie bitten, auch jetzt in dieser der weihnachtlichen Zeit die Impfangebote des Rhein-Erft-Kreises anzunehmen. Ob in der ersten Impfung, zweiten oder in der Boosterimpfung. Omikron wird unser Weihnachtsfest nicht fest in den Griff haben, wenn wir uns dagegen stellen. Das Gesundheitsamt, meine Kreisverwaltung, arbeitet seit dem ganzen Jahr am Limit, um die Dinge für die Bürgerinnen und Bürger so gut wie möglich in den Griff zu bekommen. Ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes, friedvolles Weihnachtsfest in der Familie, im Kreise der Familie mit Ihren Freunden, aber auch mit der Beachtung, dass nicht zu viele Menschen zusammenkommen. Haben Sie Freude, haben Sie Spaß und zeigen Sie in der Familie Solidarität. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund, seien Sie gesund, achten Sie aufeinander. Ihr Landrat Frank Rock.